Der Platz ums Rathaus von Gornsdorf ist ein kleines Schmuckstück. Hier sollte man sich einmal Zeit nehmen und den Brunnen, der friedlich vor sich hin plätschert, näher betrachten. Die Botschaft "Schützt den Frieden und das Leben" 1984 ist ein umlaufender Schriftzug, der in Stein gemeißelt wurde. Das Symbol der Taube thront auf der Spitze und lässt den Brunnen als Friedensbrunnen erkennen. All das würde es heute nicht geben, wenn da nicht der Mönch Jordan aus dem Kloster Walkenried gewesen wäre. Er gründete um 1200 mit ca. 15 Bauernfamilien den Ort Gornsdorf. Eine Statue, gefertigt von Walter Hunger, zeigt den Ortsgründer mit einer Schriftrolle in den Händen. Diese stellt wohl die Gründungsurkunde des Ortes dar. Auch die Zeit hat man beim Verweilen am Brunnen stets im Blick, wobei auch dieser Chronometer ein Blickfang an sich ist. Eine Tafel findet der interessierte Wanderfreund gleich gegenüber des Brunnens. Eingezeichnet sind Wege, die zu Fuß, per Rad oder auf dem Rücken der Pferde zurückgelegt werden können. Einige Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe geben das nächste Ausflugsziel bekannt. Gleich gegenüber im alten Feuerwehrdepot haben die Rassegeflügel- und Kaninchenzüchter ihr Domizil gefunden. Die Kita Tausendfüßler ist von hier aus nur ein Steinwurf entfernt. Plätscherndes Wasser, farbenfrohe Blüten des Rhododendron und etwas Heimatkunde versammelt an einem Platz, am Friedensbrunnen in Gornsdorf.